Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir erfolgreich Commodolonium oder so, wie die auch heißen soll, erobert. Und in der nächsten Folge wollen wir uns Eboracum krallen. Also in dieser Folge eigentlich. Und das wird eine richtig lustige Angelegenheit, denn da kommen sie schon. Die Briten. Scheiße. Zurückfallen und neu gruppieren! Na, sind die Kinder schlau oder nicht? Ach, der sabotiert mich vorher noch. Aber er ist nicht so schlau, wie ich dachte. Okay. Auf jeden Fall heftig, was die Einheiten da für eine Erfahrungswerte hatten. Irgendeine Agent entdeckt. Der Sabotageversuch ist doch fehlgeschlagen. Der ist schwach anscheinend, oder? Nee, doch nicht mal. Ist eigentlich relativ gut. Okay, gehen wir hier auf die Forschung wieder. Machen wir Philosophie zuerst. Na? Oh, ho, ho, ho. Ich erwarte eure Befehl, Kommandant. Wird in der Tat eine lustige Schlacht. Lagen wir erstmal Eboracum. Die Armee hat auf einmal eine Erfahrung verloren. Oder es ist eine andere geworden. Ja, die ist eine andere. Niemand wird entkommen. Okay. Dich bewege mit hinzu. Dir führen wir mit die Schlacht. Mit dir auch. Du darfst hier weiter fortbilden, du brauchst aber noch insgesamt. So. Eine Runde, zwei Runden. Zwei Runden, okay. Ist doch gut. Geht schnell. In zwei Runden gebe ich mich zufrieden. Okay. Leute, dann wollen wir jetzt die Schlacht hier selber schlagen von Eboracum. Ich hoffe, dass Italica als Verstärkungsarmee mit hinzukommt. Wäre schön. Stelle ich mal noch näher hin, vielleicht hilft es ja dann. Dich ein bisschen weiter weg. Also die Armee nimmt, die am nächsten ist, denn die hier hilft mir am meisten gegen die hier. Kann ich mich alle killen, ohne Leute zu verlieren vorher. Das sehen wir schon. Schlagen die Schlacht einfach mal selber hier. Unsere Truppen sind definitiv in der Lage, seine freien Herbahn ohne Probleme auszuschalten. Er hat ja noch ein ziemlich unterentwickeltes Militär, wie ich hier merke. Oh, die Schlacht wird auf dem Schlachtfeld geschlagen. Cool. Finde ich gut. Macht es mir noch leichter. Hab ja noch eine bessere Kavallerie als er. Er hat ja nur Streitwagen mit. Aber er hat noch seine Garnisonsarmee, da weiß ich nicht, was er jetzt drin hat. Und die Konsorten von Morrigan sind definitiv Kavallerie. Denn es sind nur 80 Mann. Gut. Aber das wird lustig. Schlagen wir die halt so. Die Schlacht von Eboracum. Und wenn ich die Armeen jetzt immer als Ganzes zusammenhalte, dann könnte es auch seine stärksten Armee noch alle aufhalten. Nebel wollen wir nicht. Wir wollen trocken. Die Verstärkung kommt von hier drüben, okay. Von seiner Stadt aus. Wie ist es zu verstehen? Ja, von seiner Stadt aus kommt meine Verstärkung, okay. Er steht hier drüben. So ist noch unsere alte Armeeaufstellung quasi. Mit viel Infanterie kämpfen. Aber wir haben die schon ganz schön hochgepimpt, die Armee hier. Ihr seht ja, wie die ausgestattet ist. So. So, Plankler-Modus bitte ausschalten. Fünf Balken nochmal hier. Da kommt er. Jetzt warte ich noch auf die Verstärkung. Hier drüben ist er. Zieh uns zwar ein bisschen zurück. Damit wir maximalen Schaden rausholen können aus der Artillerie. So, dich stellen wir nach hier drüben bitte. Kavallerie kommt zuerst. Da kommt schon die Artillerie. Okay, und ihr hört gerade vielleicht im Hintergrund, dass meine Mutter so schlau ist. So spät Abend noch zu staubsaugen. So. Stellen wir euch mal nach hier drüben. Okay. Na, das ist so nicht mein Ziel. Dich hier drüben auch nochmal. Ah, ist doch schön. Immer dieses Staubsaugen im Hintergrund. Der Staubsauger des Todes hoffentlich. Der meine Feinde in die Flucht schlägt.
Leider ist es nicht. So, gruppieren wir dich mal hier als Ganzes wieder. Boah, da haben wir viel Kavallerie hier. Bam, das ist ein richtiger Block. Kavallerietechnisch sind wir haushoch überlegen. Marschiert noch weiter auf mich zu. Da kommt aber jetzt auch nichts mehr. Gut. Drei Generäle habe ich jetzt hier. Fuck. Ich behalte nur noch hier. Und dann spulen wir mal vor ein bisschen. Was haben wir denn hier hinten? So, da. Bisschen Kavallerie-Dino marschiert, okay. Okay, die Artillerie ist die Nummer 8. Die setzt da bitte explodierende Geschosse ein. Und die soll nach hier drüben marschieren. Wisst ihr doch. Boah. Ich kämpfe mit viel Infanterie. Und viel Kavallerie, ey. Er hat mich ein bisschen an meine Schlacht gegen die Pater. So, da geht der Beschuss auch los. Bam. Schon auf die leicht gepanzerten Einheiten. Die leiden natürlich am meisten drunter, aber er trifft nicht einmal. Obwohl ich meine gute spanische Artillerie mit dabei habe. So, schießt damit jetzt hier alle aufs Zentrum. Da trefft er die meisten, ganz einfach. So, schicken wir euch mal vor. Euch schicken wir hier hin und die 6 schicken wir hier rüber. Die 3 behalten wir dahinter. Genauso wie die 4. So, und jetzt schießt er bitte hier schön drauf. Söldner mit keltischen Kriegshunden. Oh mein Gott, der Trupp ist uns erschossen hier. Da fallen so viele um. Uff. Kommt neuer Beschuss. Die Hunde hat es auch gut erwischt. Oh mein Gott, ey. Das macht die hoffentlich ein bisschen panisch. So, hier drüben haben wir britannische Plänkler. Okay, Angriff. Ich schieße jetzt bitte auf den Gen hier hinten. So, die Kavallerie können wir jetzt auch rumführen. Oh, der hat auch viel. Oh mein Gott, der hat viel Kavallerie hier. Helden auf der Reiter hat er auch hier. So, ihr kämpft mir bitte mit. Ihr auch hier bitte nochmal. So, und euch stellen wir dahinter. Also wie die 4 jetzt hier hinstellen können. Okay, definitiv wurde jetzt hier ordentlich zerschossen. So, die schicken wir hier drauf. Euch schicken wir hier rüber. Und euch schicken wir hier rüber. Euch schicken wir hier hin. Du gehst mal hier bitte drauf. Du noch nicht. Du ziehst hier drum. Anscheinend doch. Okay, aber geht schon klar. Ah, scheiße, ich muss euch jetzt hier so warten. Ey, jagt die Steinschilder bitte. Der Gen wird hier noch schön weiter zerschossen. Dich führen wir mal zur Unterstützung mit hinzu. Dich jagen wir hier mit in den Nahkampf rein. Und dich auch noch mit rein hier. Und dich auch noch mit rein hier. Und die Artillerie lassen wir jetzt bitte schön hier drauf ballern, auf die Steinschleuderer, während ihr hier schon durch seid. Gut, super. Schicken wir euch jetzt auch mal weiter vor. Und die Kavallerie, die wir hier haben, jagen wir jetzt hier auch durch. So. Ihr kommt mal bitte hier drauf los, ihr geht hier mit drauf hin, ihr geht hier mit hin, ihr geht mal hier mit hin. Die Artillerie schießt jetzt mal hier bitte drauf, dich lassen wir weiter rennen und dich jagen wir jetzt hier hinten rein. So, und ups, dich habe ich ganz vergessen hier. Jagen einfach mal hinten rum durch, das sollte reichen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hallo? Angriff bitte. Okay, du schnappst dir die, du schnappst dir die. Zack, jetzt sind wir auch gleich durch und schicken euch jetzt hier mal rum. Ich lasse mir einfach weiter rennen. Haut ab. Lasst euch nicht catchen. Der Trupp ist auch gleich weg hier. Okay, jetzt schicken wir die Gens durch hier. Die können nicht mehr beschossen werden. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, ich schieße mir jetzt bitte hier drauf.
Hier kommt man nach hinten durch hier, greift hier an. Sieht's hier aus? Die Kavallerie hat sie gleich geknackt. Okay, perfekt. Ich lasse nur weiter rennen. Ihr seid durch, Attacke auf die hier. Und die 8 muss jetzt aufhören zu schießen. Stoppt alles. So, ich schnapp euch mal den hier bitte. Du den hier, du den hier. Du bist hier fertig. Ich jage mal auf die hier an. Perfekt. So, ich lasse mich jetzt einfach fliehen. Das sollte ich retten. So, ihr seid jetzt hier auch durch. Und hier einmal rum bitte und dann hinten reinjagen. Genauso wie euch hier. Perfekt. Einer der feindlichen Generäle ist schon tot. Ihr greift hier bitte an. Ihr jetzt hier. Seid jetzt hier auch wieder durch. Na, da kommt wieder was zurück. Hier rauf bitte mit euch. Und hier auch noch mit rauf mit euch. Na, ich schnapp's mal lieber den hier. Schnappst du die. Attacke. So, die Infanterie hat's überlebt und ist fertig. Perfekt. Attacke hier drauf, bitte. Ah, wie weit hast du noch? Weiter Weg. Britannischen Plänkler haben dich schon wieder erwischt hier. Und ich hoffe, dass der Gen nicht. Aber wir kommen gleich mit Kavallerie zur Unterstützung, meine Freunde. Hier kommt sie. So, dich jagen wir jetzt mal hier drauf. Ihr schnappt euch die hier. Du gehst mal hier mit drauf. Perfekt, du schnappst dir die hier weiterhin. Super. Die setzen wir jetzt mal hier drauf an. Oh mein Gott. Perfekt, der flieht. Dann direkt auf den Gen, bitte. Ihr schnappt euch mal den hier noch, bitte. Und du gehst mal hier rüber. Ich setze mal hier drauf an. Euch schicken wir hier rüber. Dich schicken wir hier rüber. So, weiter darauf bitte. So. Weiter mit dir. So, und ihr geht jetzt hier mit drauf. Und jetzt kommen zwei Keile auf einmal. Von zwei verschiedenen Seiten. Und die Infanterie in den Rücken rein. Perfekt. Und reinchargen hier bitte. Ja, genau. Der ist gleich weg. Aber blitzschnell. 127 Mann noch, 126. Genau so muss das aussehen. Weg ist er. Schlacht gewonnen. Sieg. Und sogar ein entscheidender Sieg. Der war gut. 606 Verluste nur. Und 3698 getötet. Ja, seine Herbaner haben selbst mit Erfahrung Level 6 noch nicht viel geschafft. Das finde ich super als Bestätigung für mich. Wir haben auch wenig Männer verloren. Wir haben viel getötet. Genauso muss das aussehen, meine Freunde. Finde ich super. Finde ich sehr, sehr super. Und damit ist Eboracum jetzt unser. Auch eine schöne Sache. Und wir haben Britannien jetzt zur Hälfte unter unserer Kontrolle. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht hier. Und die Ikena haben nur noch eine einzige Stadt, die wir uns als nächstes holen. Und hoffentlich auch ohne Verluste gewinnen, möglichst. Wäre schon was Feines. Wäre schon was Feines, ja. Oh, der General hat nicht viel gekillt. Das ist schön. Ein paar seiner Fernkämpfer haben ein bisschen mehr mitgenommen. Die Hunde auch nicht viel. Ganz einfach, weil ich die schon so zerschossen habe vorher mit meinen Ballisten, dass der überhaupt gar keine Chance hatte dagegen. Finde ich super. Finde ich wirklich super. Okay. Die Streitwagen haben ein bisschen mehr mitgenommen. Allerdings zum Glück kann man davon reden, dass die nur 40 mitgenommen haben. Die hätten mehr mitnehmen können. Da kann man von Glück sprechen. Ich muss mal so angucken, wie viele die alle gekillt haben, wie viele ich nur verloren habe. Das ist schon schön. Trotzdem, über 50 Mann durch über 50 Mann selbst getötet von mir. Das ist nicht so schön. Jetzt gehört uns die nächste Stadt. Perfekt. Hier haben wir diese gesuchte Armee. Okay.
kümmere dich mal hier rüber. Schaffst du es nicht mehr, scheiße. Du musst da bleiben, zur Unterstützung von der Armee hier. Okay. Hier ist nichts Wichtiges drin. Bauen wir mal den dann. Und den bauen wir einfach aus auf eine Gerberei. Er wäre jetzt schlauer, wenn er sich nach Aldon zurückzieht, zu seiner letzten Stadt. Ja, sein schlauster Entzug, also schlauster Zug dann, schlauster Entzug. Genau, sein schlauster Entzug war das. Okay. Mit meiner Flotte möchte ich dann ja eigentlich den Rest machen. So, eine Flotte, also eine, ein Schiff haben wir hier. Die Stadt ist sehr, sehr schwach besetzt, ne? Und es wäre ein leichtes, sie zu erobern. Gut. Du bist aufgestiegen im Level. Bam, bam, bist ein Kommandant und kriegst mal einen Henker. Okay, dann können wir die Runde beenden. Und schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Ach, die Ikeda versuchen mich wieder zu sabotieren. Die sollten Streiter. Wenn er klug ist, kann er jetzt alle Armeen von mir sabotieren. Die hat er schon mal sabotiert, die kann nicht helfen. Und er kann mich angreifen. Ich hoffe mal, er schafft es nicht. Okay. Okay. In der Tat, ziemlich heftige Armeekonstellation hier. Gut. Ja! Break. Drei, zwei, eins. So, und wir sehen, wir haben hier eine ganz schöne Arschkarte gerade gezogen. Die haben hier ganz schön viele Einheiten dafür losgeschickt. Yay. Fünf Streitwagen. Wow. Eine, zwei Ballisten, okay. Wir schicken viel Kavallerie und viel Infanterie hinterher. Ich darf die Armeen jetzt hier nicht verlieren. Wenn ich gewinne, wird es gut für uns. Okay, gucken wir mal. Das erwählte Schwertbande. Wollen wir mal das Gefecht selber spielen. Ah, scheiße, ich habe gerade nicht überlegt, dass wir jetzt eigentlich einen Cut geben können dafür. Aber gut, dann haben wir heute mal eine längere Folge, die wirklich lange dauern wird. So eine Belagerung hatten wir schon mal gespielt hier, wo wir so einen Hügel hatten, den verteidigen mussten. Hat man schon oft gemacht und trotzdem gewonnen, auch wenn wir deutlich im Nachteil waren. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine richtige Armee dafür. Und zur Unterstützung bekommen wir nochmal eine richtige Armee. Also alles in allem eigentlich sowas wie eine Win-Win-Situation. Wir müssen uns nur lang genug oben auf dem Hügel halten können, damit das da klappt. Nicht, dass wir daran verrecken. Aber wenn wir diese beiden Armeen vernichtet haben, bleibt nichts mehr übrig. Von der ikenischen Armee, denn er kann nur maximal vier Armeen haben in seinem Stadium, also das, was er hatte vorher. Von daher ist das dann gut für uns. So, was sehen wir hier? Viel Infanterie. So wie von hier. Hier sehen wir auch die Streitwagen, okay. Setze ich hier mal die besseren Einheiten ein. Und die Veritas stellen wir auch noch hier. Die Kavallerie kann ich nirgendwo verstecken. Aber wir können sie doch hier drüben. Wir können sie dann rausjagen. Okay, du hast nur Kriegsschrei. So, jetzt machen wir an der Stelle wieder weiter. Gefecht starten. So, guck mal, unsere Verstärkung kommt von hier hinten. War ja klar. Diese scheiß Debacam. Da kommt sie. Die muss jetzt hinmachen. Ich kann nur hoffen, dass er sich Zeit lässt. So. Okay. Oh, ich schicke mal direkt dahinterher. Hätte schon Plänkler dahinter. Auxiliar Speere hier rüber. Auxiliar Kavallerie hier rüber. Jen hier rüber. Perfekt. So, die Kavallerie schicken wir schon mal sofort los. Die kann eine Menge entscheiden.
So. Aber ich schicke ihn auch schon mal schnell hier rüber. Die nackten Schwerter haben den Vorteil, dass sie verdammt schnell sind. Das wollen wir mal ausnutzen. Durch ihre geringe Rüstung. So, hier bitte. So, und dann bitte hier rüber mit euch. Ihr kommt hier hin. Der Jen kommt auch hier hin. Okay, jetzt wird es echt lustig. Seine Verstärkung kommt nämlich von hier. Ich sehe wieder nur Wasser, natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Okay, die nackten Schwerter sind wirklich sehr schnell. Das müssen wir nutzen, das ist eine wichtige Information. Gut, hier geht's jetzt los. Zerschießt die freien Herbaner, bitte. So, hier rüber mit dir. Die stellen wir hier hin. So, euch stellen wir nach hier drüben, bitte. Da kommt ein bisschen Unterstützung dazu. Die Kavallerie ist bereit. Oh, wie es aussieht, schickt den Großteil doch hier hinten rum dann. Okay. Wichtige Information. Schick mal einmal Evocati-Kohort hier bitte rüber. Den Gen schicken wir auch hier mit rüber. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Und euch schicken wir auch hier mit hin. So. Hier kommt nur Infanterie. Gut. Das schaffen die Legionäre auch. So, hier haben wir hier mit rein. So, die Auxiliarschwerter kommen auch langsam an. So, und dich jagen wir hier auf die Streitwagen rauf. Die Streitwagen müssen nämlich weg. So. Wenn die nämlich schön zerschossen werden, wäre das super. Perfekt. So, und hier schnell wieder neu aufstellen. Und dich direkt dahinter. Die restlichen Streitwagen sind auch gleich tot hier. So, dich schicken wir hier rüber. Die Legionäre kommen auch schon hinterher. So. Bisschen Auxiliarkavallerie ziehen wir mal ab, bitte. Aber ich kann mir drüben jetzt gut gebrauchen, damit ich kann mir das Ding hier entscheiden. Auf der Flanke. Nein, lieber nicht. Einfach hier stehen bleiben, bitte. Die Streitwagen sind alle tot. Perfekt. Okay. Okay, so, die Kavallerie kommt jetzt hier. Perfektes Szenario. Von hier kommt die Verstärkung. Darauf müssen wir aufpassen, dass sie da nicht irgendwie in die Mangel genommen werden. Ach du Scheiße, der hat bestimmt schon viele mehr hier weggeballert. Okay, Kavallerie hier bitte rein. So, nehmen wir mal lieber die ganzen. Mit den Sockei. Und euch schicken wir hier rüber. Also über euch hier hinschicken. Die drei schicken wir hier rüber. Und die vier schicken wir auch hier rüber. Um hier uns ein bisschen zu schützen vor einem Angriff eventuell von der Flanke aus. Okay, wie sieht's hier aus? Ziemlich gut gerade. Perfekt. Super. Vernichte die hier bitte schön. Der hat auch hier wieder viele Streitwagen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. So. Und euch jagen wir jetzt hier in den Rücken rein. So, schön hinten rein, bitte. Ihr kämpft hier schön mit. So, hätten wir ein paar richtig schöne Schwertkämpfer hier weggebombt. Was der Hammer wäre. So, und ich stelle mir nach hier drüben, bitte. Die da drüben mich schön ausschalten. So. Eine unserer Einheiten. Die Kavallerie wurde jetzt hier hinten reingejagt. So, und die Sockei jagen wir mal hier auf die Steinschleuder bitte drauf. Die sieht jetzt alle nicht mehr super.
Perfekt. So, das Ding hier drüben müssen wir natürlich auch gewinnen. So, schnell wieder raus mit euch. Raus mit euch. Rüber mit dir. So, wer wankt jetzt hier? Du. Oh mein Gott, du bist aber hart zerschossen. Und zerschießt aber wieder schön den hier. Okay, wir brauchen ja definitiv noch mehr Infanterie. Schick mir die eins mal schnell hier rum. So, einmal schön Rücken rein, bitte. So, und ihr presst mal bitte weiter. So, ein schöner Charge in den Rücken tut natürlich immer weh. So, da drüben kommt er jetzt. Oh mein Gott. Dich ziehen wir schnell raus hier. Dich stellen wir schnell nach hier. So. Perfekt, und jetzt hier drauf bitte. Du kommst da von hier drüben bitte nochmal. Ich brauche noch hier jetzt Unterstützung. Eine unserer so. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ihr kommt hier mit rüber, bitte. So, und ihr kommt mal schon wieder raus hier, bitte. Die zwei halten noch bereit. Drüben sind Streitwagen und Ballisten. Okay. Die Ballisten, schießen die? Nein, tun sie nicht. Gut. Das ist mal im Kopf. Okay. So, hier bitte rauf mit euch. Ich bleibe nochmal hier als Reserve. Ach du Scheiße. Ist aber hier drauf los. Okay. Euch schickt man jetzt hier durch, bitte. Euch braucht man auf jeden Fall. Die 1 ist schon da. Bitte hier drauf los. Okay, auf jeden Fall sind die schon mal alle rot hier. Spul mal vor. Nutzen wir meinen Gen schnell. Aktivieren wir drüben mal Kriegsschrei. Vielleicht ist er ja gleich weg hier. Immerhin wankt er schon. Oh, scheiße. Gut, perfekt. Die sind auch gleich weg hier alle. Raus hier mit euch. Ich bald nur noch hier bereit. Da kommt noch mehr Infanterie, ey. So eine Scheiße. Wenn alles hier an der Stelle halten, dann ist es ganz okay. So, greift jetzt bitte schön an hier und tötet die auch schnell. Bringen wir dich mal schnell hier rüber. Ich brauche jetzt hier einfach mal. Perfekt. Die wanken schon schön alle. Schicken mich schnell rüber, um hier drüben die Moral aufrecht zu erhalten. So. Oh, irgendjemand wankt hier. Du bist fast tot. Okay. Aber da kommt gleich Verstärkung. Ach, scheiße. Okay. Das hat mich jetzt auch geklärt hier. Okay, die freien Herbaner können wir auch gleich angreifen. Ziehen uns hier kurz zurück. Die Plänkler schicken wir jetzt hier auch nochmal schnell durch. Und die Speerträger schicken wir hier hinten rum in den Wald rein. Okay, der muss jetzt noch weg hier. So, schnell rüber mit dir. Ach, kacke, das ist gerade... Das ist ja aktiviert, scheiße. Jetzt ist die Moral hoch. Naja, hilft wohl nicht so. Okay, schön rein hier mit dir.
Die fand ich aber mit denen hier jetzt schnell. Okay, ja, schießt sie hier schön zu Tode. Ich stelle mal hier hin. Perfekt, der ist tot. Jetzt alle hier mit euch rauf. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ihr kommt hier einfach mal dahinter. Bam. Keltischen Plänkler. Jagen wir hier mit rauf. So wie dich hier. Und die Kavallerie schicken wir hier hinten rum, dahin. So. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los gegen britannische Kundschafter. Kavallerie ist ganz scheiße gegen die. Zum Glück blockt die so schön hier. Habe ich eine gute Chance noch, viele mitzunehmen. Okay, jagen wir dich hier einfach noch mit rein. Nein, nicht den hier. Da können wir gleich mal die Pause nutzen. Mach mal so. Ach du Scheiße, der drückt hier wirklich rein. Rein hier mit dir. Okay, gleich stellen wir die ganzen Legionäre hier hin und dann kommt ein noch größerer Blob. Die Kavallerie ist auch gleich hier fixiert. Da kommen die Streitwagen, okay. Bald sind wir hier bereit. Jetzt kommen die ganzen Legionäre dazu. Die Socke, die ziehen wir hier ab. Auch dich ziehen wir hier ab und dich ziehen wir hier ab. Schnell in den Wald hier mit euch. Jetzt müsst ihr genau darauf achten, wo der hin marschiert. So, und euch schicken wir hier gleich mit hoch. So. Jetzt Legionäre sind jetzt dahinter bereit. Streitwagen gehen darauf. Er geht hier auf meine Socki drauf. Scheiße. Raus hier mit dir und du kommst hier durch jetzt bitte. Jetzt können wir uns durchdrücken. Hier drüben haben wir britannische Plänkler. Die schicken wir nach hier drüben, bitte. Oh mein Gott. Das ist schon echt heftig hier. Die doch alle hier an diesen einen Stein festhängen. Aber okay. Der Sieg ist definitiv sicher. Das sehen wir jetzt hier gerade auch. So. So, mitkämpfen bitte. Alle mitkämpfen bitte. So, nein. So machen wir das hier. Und dann jagen wir dich einfach mal hier hinten rum rein. Fertig ist. So, und dich können wir jetzt auch durchjagen. Und dich jagen wir jetzt hier hinten rum durch. So, die rennen wir jetzt hier bitte rüber. Ich schnapp euch hier die Ballisten. So, die Kavallerie kommt jetzt hier von hinten rein. Das tut denen natürlich deutlich weh. Ist auch schön ersichtlich hier. Und, oh ja, da wankt es jetzt auch. So, dann aktivieren wir hier drauf Kriegsschrei bitte. Streitwagen sind weg. Perfekt. Jetzt kommt der Jenny auch mit dazu. Oh oh, und hier drüben. Tut's mir jetzt weh. So, ich führe mal jetzt hier mal weiter rum. Und du hast ja nicht auf mich, oder? Du sollst da lang marschieren. So, und dich jagen mal hier drauf, bitte. Ihr schnappt euch mal wieder die Fernkämpfer. Bam. Oh mein Gott, die hauen rein hier. Die hauen gerade richtig rein. So, zack. Durch hier mit euch. Scheiße. Da kommt er jetzt. Du schießt damit auf die Söldnerspeerbande hier drüben. Okay, und wer war das jetzt hier noch nicht? Nutzt wurde du. Hauen wir den mal raus hier. Perfekt. So, kämpfen wir hier mit schön. So. Angriff bitte. Hier raus mit dir. So, die macht damit auch fertig hier. Ich hab euch die jetzt hier nochmal.
Dann jagen wir uns einfach mal die Kavallerie hinten rum rein. Perfekt. Drüben ist ein auserwählter Schwertbahnetrupp, der flieht auch gleich. Boah, gegen zwei britische Fullstacks zu kämpfen, ist schon nicht ohne. Okay, ja, haben wir jetzt euch mal auf die Sperrbahn drauf, bitte. So, ich jagen mal hier drauf, bitte. Auf die Plänkler. Was machst du denn hier? Dich brauche ich noch. Genauso wie ich euch brauche. So. So, und jetzt hier hinten drauf, bitte. Wir haben jetzt auserwählte Schwertbande, okay. Die ist natürlich ein Level für sich. Haut hier natürlich noch ein bisschen drauf. So, weg mit dem, bitte. Perfekt. Jetzt wankt hier alles. Unterstützt nochmal den Kriegsschrei ein bisschen. So. Perfekt. Den Rest töten wir jetzt einfach noch. So. So, und euch jagen wir jetzt mal hinten drauf los. Perfekt. Ihr schaltet mal die hier bitte aus und spulen mal vor. Fortfahren. Schön gemacht. Alle tot. Nice and beautiful. So, den auch mal schön ausschalten, bitte. So, macht mal schön weiter hier. Den hier auch nochmal schön auslöschen. Nach Möglichkeit. So, dich führen wir einmal hier rum. Wie ist denn hier drauf, bitte los? Oh ja, da haben wir auch ordentlich Verluste einstecken müssen, allerdings. Es hält sich in Grenzen. So, mach einfach meinen Ausgang hier zu. Kommt er hier nicht raus? Hier sind wirklich alle gestorben an der Stelle. Heftig. Okay, Leute. Super, der zweite ist tot. Beenden wir einfach mal das Gefecht. Und wir haben deren Hammer-Duper-Super-Armee zerstört. Mit akzeptablen Verlusten, sagen wir es mal so. Ja, die sind akzeptabel gewesen. Ein paar Soki sind jetzt tot. Sehe ich hier gerade zwei Stück und ein Evokati. Ja, er wird schwer nachzurekrutieren, aber wir haben es jetzt geschafft. Super. Super. Okay. Schwertbahn, die Feinherbahn haben wiederkommen, was gekillt. Schwertbahn auch. Der heroische adlige Trupp hat noch ein bisschen mehr gemacht. Okay, stimmt. Das war der, wo ich in den Rücken reingesprungen bin, dann mal eben spontan mit meiner Kavallerie. Das war halt die Flanke. Ja, gut, dann ist klar, dass wir mehr Verluste machen. Hier drüben ist natürlich ganz schön viel erlitten. Ist auch gut so. Sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Finde ich super. Finde ich super. Gut, damit haben wir jetzt zwei britannische Armeen zerstört. Somit bleibt nicht viel übrig. Da ist der Angriff eigentlich auch schon direkt möglich, glaube ich. Ich muss gucken, wie ich die Armee dazu noch einsetzen könnte. Ich möchte meine Artillerie-Armee damit verwenden. Das heißt, ich muss eventuell ein bisschen shiften. Wobei, meine Verstärkungsarmee hat kaum Verluste gemacht. Ein bisschen bei den nackten Fanatikern, aber ansonsten, glaube ich, ist sie eigentlich bereit, direkt die letzte ikenische Stadt anzugreifen. Dann haben wir die Ikena wieder getötet. Die nächste Fraktion. Danach starten wir uns dann die Dumnonia. Jetzt immer so weiter. Und da ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Da ist was übrig geblieben, aber nicht viel. Ist natürlich hart, dass er seine besten Armeen getroffen hat. Aber er hat wahrscheinlich gut ausgebildet mit seinem Fuzzi dort. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Rang erhöht. Bei unserem Chen. Schicke ich mal schnell hier rüber. Ja, lieber Ratrix hat nichts verloren, großartig. Du hast auch noch viel. Du bist auch noch bereit. Wir haben eine Balliste, aber auch nicht schlecht. Okay,
Okay, du bist aufgelevelt, kriegst einen Kommandanten. Du hast Krieger bekommen, deswegen hast du den schon. Der Aufschwung, Hingabe. Du hast irgendwie gute Eigenschaften. Ja, geborener Schleicher. Der Tribun. Hierdurch hat er die Hingabe bekommen. Hey, du hast echt gute Werte für den Anfang. Jetzt noch einen geben könnten, der die Autorität verleiht. Ist genial, aber noch einen mit Hingabe. Irgendwie ein Attribut auf jeden Fall. Da hier. Priester der Victoria. Dann wirst du richtig guter General. Okay, gut Leute, in dem Sinne möchte ich mich von euch wieder verabschieden. Wir haben in der Schlacht heute wieder eine Menge geschafft. Deborah bekommt auch die zweite Schlacht gleich hinterher. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.